betrachten wir nun zwei Anwendungsfälle der Energieerhaltung. Das eine soll ein Stausee sein, das heißt Wasser, das in einer höheren Ebene gespeichert wird, dann abgelassen wird und dann die gespeicherte Energie freigelassen wird, um damit einen Generator anzutreiben. Das zweite Beispiel soll eine Feder sein, die gespannt wird. Durch die Energie in der Feder werden wir eine Schwingung betrachten. Fangen wir an mit dem Stausee als erstes Beispiel. Nehmen wir an, wir haben ein großes Becken, das ist angeschlossen an ein Rohrsystem. Das Wasser kann ausströmen, dann in ein Generatorhaus strömen. Dort ist eine Turbine. Wenn das Wasser, was jetzt nun hier im oberen Stausee gespeichert ist, hier runter strömt, treibt es die Turbine an. Die Turbine wird in Rotation versetzt und kann dadurch Energie erzeugen. Wie sieht das energetisch aus? Wir haben das Wasser, das hier oben gespeichert wird. Das hat die Lageenergie M mal G mal H. Dadurch, dass wir hier einen Höhenunterschied haben zwischen dem See und dem Turbinenhäuschen, was im Tal ist. Und wenn das Wasser nun runterströmt, strömt es hier mit einer Geschwindigkeit V durch das Turbinenhäuschen. Das heißt, hier unten hat das Wasser eine Geschwindigkeit V und eine kinetische Energie 1/2 im V². Für die Energieerhaltung gilt nun, dass wir auf der einen Seite das Wasser, das hier oben in dem Bassin gespeichert ist, das hat nur eine Lageenergie, also M mal G mal H. Wenn das Wasser nun hier unten durch das Turbinenhäuschen fließt, dann hat es nur eine kinetische Energie. Das heißt also, hinterher ist die Gesamtenergie des Systems nur noch 1/2 im V². Das hat vollständig die potentielle Energie, die es oben hat, umgewandelt in kinetische Energie durch das Antreiben der Turbine. Diese Gleichung können wir nun auflösen und daraus ergibt sich dann eine Geschwindigkeit. Dadurch, dass wir jetzt hier die Masse kürzen können, die spielt keine Rolle. Das, was wir daraus dann erhalten, dass die Geschwindigkeit, mit dem das Wasser hier unten durch die Turbine strömt, gleich 2 mal G mal H, daraus die Wurzel ist. Das heißt also, die Strömungsgeschwindigkeit hängt lediglich von der Höhe ab, die das Wasser herunterfließt. Der zweite Fall, die Feder, betrachten wir jetzt wieder eine Feder, die an einer Wand montiert ist. Die Feder hängt einer Masse M, Feder eine Konstante d. Und was wir nun betrachten wollen, ist die Auslenkung aus der Ruhelage, nennen wir die Ruhelage x0. Und wir wollen jetzt die Feder spannen, auseinanderziehen, sodass dann die Masse nach rechts ausgelenkt wird. Diese Auslenkung von der Ruhelage nennen wir x von t. Was wir nun betrachten, ist die Gesamtenergie, die das System beinhaltet. Das haben wir einmal. Wir haben einmal die Federenergie. Die ist von der Zeit abhängig. Wir haben schon gesehen, dass die Energie der Feder 1/2 d mal x Quadrat ist. Dabei ist die Auslenkung zeitabhängig und damit natürlich auch die Energie, die in der Feder gespeichert ist, zeitabhängig. Darüber hinaus haben wir noch einen kinetischen Anteil, nämlich der Anteil der Masse, der schwingen kann. Wenn die Masse nun hier hin und her schwingt, denn was passiert ist, die Masse schwingt durch die Ruhelage zurück, dass wir die Feder stauchen und dann bewegt sich die Feder wieder nach außen. Das heißt, die kinetische Energie unserer Masse ist 1/2 mv², weil die Geschwindigkeit jetzt auch von der Zeit abhängig ist. Für die Gesamtenergie unseres Systems gilt damit, das ist einmal die Energie, die in der Feder gespeichert ist, zeitabhängig, plus die kinetische Energie durch die Bewegung unserer Masse. Die Summe aus beiden Anteilen ist aber zeitlich konstant. Das heißt, wenn wir das mal einsetzen, was folgt daraus? Die Gesamtenergie, E gesamt, ist gleich 1/2 dx² plus 1/2 mv². Das ist konstant. Wir wissen nun aus der Energieerhaltung, dass die Änderung damit der Gesamtenergie
für die Zeit, das soll 0 sein. Das heißt also, wenn wir nun die Ableitung bilden nach der Zeit unserer Gleichung, dann muss dies 0 sein. Also die Ableitung nach der Zeit von 1/2 dx², dem potenziellen Energieanteil plus der kinetischen Energieänderung mit der Zeit 1/2 mv² von t, das muss 0 sein. Diese Ableitung nach der Zeit müssen wir nun ausführen. Das machen wir schrittweise. Bei dem ersten Term können wir 1/2 d vor die Ableitung schreiben, da dies Konstanten sind. Also 1/2 d nach dt von x² von t, das heißt, wir müssen das x² nach der Zeit ableiten, plus 1/2 m, auch das sind Konstanten, und dann d nach dt v² von t. Das soll 0 sein. Das v² können wir jetzt noch umschreiben, also das v, die Geschwindigkeit. Wir wissen, dass die Beschleunigung a, das ist ja v-Punkt, und wir wissen, dass v gleich x-Punkt ist. Das heißt also, v, Geschwindigkeit, ist die zeitliche Änderung des Ortes. Die Beschleunigung ist die zeitliche Änderung der Geschwindigkeit. Damit können wir das a aber auch schreiben als x-Punkt-Punkt. Das werden wir jetzt gleich noch brauchen. Also die zweifache Änderung des Ortes nach der Zeit ist die Beschleunigung. Setzen wir dies nun in unsere Gleichung hier oben ein, dann können wir die Ableitung ausführen. 1/2 d, je nach dt, x² von t, schreiben wir das nochmal auf, plus 1/2 m, d nach dt, x Punkt Quadrat, also die Geschwindigkeit, jeweils abgeleitet. Nun führen wir die Ableitung aus, das heißt also 1/2 d, jetzt müssen wir x Quadrat nach der Zeit ableiten, das heißt erstmal den Exponenten nach vorne holen, mal die Ableitung, und dann müssen wir berücksichtigen, dass wir jetzt noch eine Nachableitung durch die Kettenregel bekommen, das heißt hier steht dann noch ein x Punkt von t als weiterer Term, dadurch, dass x ja von der Zeit abhängig ist. Das gleiche passiert bei dem zweiten Term. Da steht 1/2 m. Dann müssen wir die Geschwindigkeit x Punkt Quadrat ableiten nach der Zeit. Da kommt also dann 2 mal x Punkt. Und durch die Kettenregel kommt die Nachableitung noch dazu. Das ist x Punkt Punkt. Und das soll gleich 0 sein. Das ist unsere Forderung. Diese Gleichung können wir nun weiter vereinfachen, indem wir sagen, dividieren durch x Punkt, nehmen wir die Geschwindigkeit sei ungleich 0, damit wir diese Division durchführen können. Dies führt dann dazu, dass sich die Gleichung etwas vereinfacht. Wenn wir auf der linken Seite stehen, d mal x von t, das 1/2 kürzt sich mit der 2 raus, plus, haben wir im zweiten Term, m mal x Punkt Punkt von t gleich 0. Diese Differentialgleichung, zweite Ordnung, müssen wir lösen. Das ist eine Schwingungsgleichung. Dadurch, dass wir die Beschleunigung auf der einen Seite und den Ort auf der anderen Seite stehen haben. Um diese Differentialgleichung nun zu lösen, brauchen wir einen Ansatz. Das heißt, wir wählen jetzt für x von t einen Term, der eingesetzt in diese Gleichung die Gleichung löst. Das können wir machen über den Ansatz, dass wir eine Amplitude definieren, mal Sinus Omega t, und da wir nicht wissen, ob es eine Sinus- oder Kosinusschwingung ist, addieren wir noch einen zweiten Term mit einem Kosinusanteil. Das heißt also a und b, das sind jeweils Amplituden, die wir später noch bestimmen müssen, und das Omega, das ist die Kreisfrequenz, die wir berücksichtigen müssen. Um nun zu prüfen, ob dieser Ansatz unsere Differentialgleichung löst, müssen wir die Ableitung bilden. Dazu brauchen wir jetzt die erste Ableitung, x Punkt von t, leiten den ersten Term ab, dann steht dort a mal Omega mal Cosinus Omega t, denn das Sinus, der Sinusterm abgeleitet, ist Cosinus, die innere Ableitung gibt uns ein Omega, und auf der rechten Seite, der zweite Term, ergibt uns ein Minus b mal Omega mal Sinus Omega t, durch das die Ableitung des Cosinus minus Sinus ist, ergibt sich hier dieses negative Vorzeichen. Die zweite Ableitung nach der Zeit ist x Punkt Punkt von t. Das ist der Term, den wir hier oben brauchen. Da
steht dort auf einmal minus a mal Omega Quadrat mal Sinus Omega t erneut das Minuszeichen durch die Ableitung des Cosinus und der zweite Term b mal Omega Quadrat mal Cosinus Omega t. Diese Gleichungen mit dem Stern markiert, die setzen wir nun in diese Differentialgleichung hier oben ein, um daraus dann alles weitere abzuleiten. Setzen wir nun die beiden gleichen Stern und zwei Stern in unsere Differentialgleichung ein, dann ergibt sich daraus Folgendes, dann haben wir stehen b, die Federkonstante mal, dann setzen wir x von t ein, das ist also a mal Sinus von Omega t plus b mal Cosinus von Omega t plus, und dann haben wir die Masse m mal, da setzen wir x Punkt ein, das ist minus a mal Omega Quadrat mal Sinus von Omega t minus b mal Omega mal Cosinus von Omega t. Das soll 0 sein. Diese Gleichung können wir nun weiter vereinfachen, indem wir nun die Terme miteinander verbinden. Dabei entsteht Folgendes. Wir können aus dem zweiten Term das Omega, das hier steht, vor die Klammer ziehen. Das Minuszeichen holen wir noch nach vorne, sodass wir dann stehen haben b mal, dann geht die Klammer a mal Sinus von Omega t plus b mal Cosinus von Omega t minus m mal Omega Quadrat, dann erneut die Klammer a mal Sinus von Omega t plus b mal Cosinus Omega t gleich 0. Nun können wir noch die eckige Klammer zusammenfassen. Wir erhalten damit dann d minus m mal Omega Quadrat mal der eckigen Klammer a mal Sinus von Omega t plus b mal Cosinus von Omega t. Das entspricht hier genau unserem Wort x von t. Das soll gleich 0 sein. Damit diese Gleichung zu jedem Zeitpunkt erfüllt ist, muss der erste Term gleich 0 sein. Und daraus bekommen wir eine Beziehung für unsere Kreisfrequenz Omega. Wir schließen also hier raus, dass d minus m mal Omega Quadrat gleich 0 sein muss oder für die Kreisfrequenz folgt damit Omega Quadrat mal m gleich d. Das können wir auf die andere Seite bringen. Und dann hier steht, dass Omega gleich Wurzel aus d durch m ist. Das heißt, dass nun für unsere Kreisfrequenz lässt sich dieser Term interpretieren, wenn unsere Feder eine höhere Federkonstante hat, also festere Feder, dann steigt die Kreisfrequenz an. Umgekehrt wird die Masse größer, die an der Feder hängt, dann reduziert sich die Schwingungsfrequenz entsprechend. Was wir nun noch brauchen, sind Größen, um unsere beiden Amplituden A und B zu bestimmen. Dazu brauchen wir Anfangsbedingungen, um diese Differentialgleichung zu beschreiben. Wir brauchen hierfür zwei Anfangsbedingungen, weil es sich um eine Differentialgleichung zweiter Ordnung handelt. Nehmen wir an, dass zum Zeitpunkt t gleich 0 wir eine Anfangsauslenkung haben, nennen wir sie xa, das ist die Anfangsauslenkung. Das bedeutet, dass wir unsere Feder aus der Ruhelage strecken. Wenn das hier unsere Ruhelage x0 ist, hier unsere Masse wäre, dann ziehen wir unsere Feder auseinander, sodass wir dann hier eine Masse haben, die in die Strecke xa ausgelenkt ist. Und wir sagen, dass die Anfangsgeschwindigkeit, also x Punkt, zum Zeitpunkt 0 gleich 0 sein soll. Also wir haben keine Anfangsgeschwindigkeit. Setzen wir diese Bedingung nun ein. So ergibt sich im ersten Fall, also x für den Zeitpunkt t gleich 0. Das war ja a mal Sinus von Omega mal 0 plus b mal Cosinus von Omega mal 0. Dieser Term hier ist gleich 0. Cosinus von 0 ist 1. Daraus folgt also, dass es b
Das ist gerade gleich unsere Anfangsauslenkung. XA. Nun müssen wir noch das A bestimmen. Das B haben wir jetzt ja bestimmt durch diese Anfangsbedingungen. Was passiert nun? Wir setzen also ein X Punkt von T. Schreiben wir uns das nochmal auf. Das war ja A mal Omega mal Cosinus von Omega T minus B mal Omega mal Sinus von Omega T. Da setzen wir nun ein, dass T gleich 0 ist. Also x Punkt von T gleich 0, die Anfangsgeschwindigkeit. Das ist also hier A mal Omega minus 0. Denn wenn wir hier den zweiten Term einsetzen, das ist gleich 0 für den Fall, dass T gleich 0 ist. Und das soll gleich 0 sein. Wir haben schon gesehen, dass Omega ist ungleich 0. Das heißt, diese Bedingung hier können wir nur erfüllen, wenn die Anfangsamplitude A gleich 0 ist. Damit haben wir also unsere beiden Konstanten A und B bestimmt. Und wir kennen damit die Lösung unserer Bewegung, nämlich x von t ist damit xa mal Cosinus von Omega mal t. Und das Omega ist gleich Wurzel d durch m. Das heißt, an dieser Gleichung sieht man, dass es sich dabei um eine Schwingung handelt mit dem Cosinus und die Kreisfrequenz Omega bestimmt die Schwingung beschreibt und die Anfangsamplitude xa. Was uns jetzt noch fehlt, ist die Darstellung der beiden Energieanteile. Das heißt also, wir wollen wissen, wie groß ist die Federenergie, die zeitlich abhängig ist. Das war ja 1/2 dx². Und wir hatten die kinetische Energie, die in der Bewegung der Masse steckt. Das ist 1/2 mv². Oder, das können wir direkt umschreiben, 1/2 mx Punkt Quadrat von t. Setze nun diese Gleichung ein, die wir bestimmt haben, in unsere beiden Energietherme. Dann folgt daraus für die Energie, die in der Feder steckt. Das ist also 1/2 mal d mal xa Quadrat mal Cosinus Quadrat Omega t. Und für den kinetischen Anteil kin von t gibt sich 1/2 m. Und nun müssen wir die Geschwindigkeit zum Quadrat einsetzen. Auch die Geschwindigkeit x Punkt von t ist ja minus xa mal Sinus von Omega t. Durch die Ableitung des Cosinus ergibt sich minus Sinus. Setzen wir das ein, machen wir es schrittweise, aber minus xa mal Omega mal Sinus von Omega t zum Quadrat. Das Minuszeichen kürze ich raus und wir bekommen dann für den kinetischen Anteil 1/2 m xa Quadrat mal Omega Quadrat mal Sinus Quadrat von Omega t. Für das Omega können wir jetzt an dieser Stelle noch einsetzen, dass Omega ja Wurzel aus d durch m ist, so dass sich daraus dann ergibt, vorne steht dann 1/2 mal m xa Quadrat mal d durch m mal Sinus Quadrat von Omega t. Die Masse kürze ich raus, so dass wir damit dann den Term bekommen für die kinetische Energie. Das ist 1/2 d xa Quadrat mal Sinus Quadrat von Omega t. Das heißt also, diese beiden Gleichungen beschreiben nun, wie die Energie in der Feder und die kinetische Energie in der Masse, mit der Bewegung der Masse, immer hin und her schwingen. Wenn wir uns die Gesamtenergie angucken, die Gesamtenergie ist ja die Summe aus beiden Energieanteilen, die sollte zeitlich unabhängig sein und konstant, also Federenergie plus die kinetische Energie. Das sind also 1/2 dxa Quadrat mal Cosinus Quadrat von Omega t plus kinetische Energie 1/2 dxa Quadrat mal Sinus Quadrat von Omega t. Und hier sieht man jetzt schon,
Wenn wir das nun auflösen, können wir 1,5 d x a Quadrat ausklammern, steht hier Cosinus Quadrat von Omega t plus Sinus Quadrat von Omega t. Und dieser Term ist aufgrund des Additionstheorems, das ist gleich 1, sodass also die Gesamtenergie des Systems 1,5 d mal x a Quadrat ist. Das ist die Gesamtenergie. Die ist zeitlich konstant, da steht kein Term drin, der sich mit der Zeit verändert. Das heißt, die Gesamtenergie hängt nur davon ab, welche Federkonstante wir haben und vom Quadrat der Auslenkung unserer Feder. Denn dieser zweite Term, das ist ja die Anfangsauslenkung, das ist also die Energie, die wir in das System stecken. Sieht das Ganze nun grafisch aus? Wir betrachten, dass wir auf die y-Achse die Energie schreiben und auf die x-Achse Zeit auftragen. Dann sagen wir, dass wir hier nach dieser Zeit eine vollständige Schwingung haben, groß T, T halb ist dann die halbe Schwingungsdauer. Wir wissen, dass wir die Gesamtenergie E gesamt, die ist zeitlich konstant. Das ist ja gerade der soeben bestimmte Term. Das entspricht gerade 1,5 dxa Quadrat. Was wir nun haben, sind die beiden zeitlichen variierenden Energietherme, nämlich die Federenergie und die kinetische Energie. Wir fangen an mit einer Auslenkung unserer Feder. Das heißt also, hier oben haben wir einen Energieanteil gespeichert in der Feder durch die Anfangsauslenkung, dadurch, dass die Feder am Anfang ausgelenkt ist. Aus der Ruhelage, wenn das x0 ist, haben wir sie ausgelenkt um den Strick xa. Was passiert nun? Die Masse schwingt zurück, wird zurückgedrängt durch die Feder. Das heißt also, aus der Federenergie nimmt ab. Gleichzeitig erhöht sich der kinetische Energieanteil, auch mit grün. Das heißt also, die Masse nimmt an kinetischer Energie zu, die Geschwindigkeit nimmt zu, sodass wir dann in der Ruhelage, das heißt also hier, haben wir genau den Punkt erreicht, dass die Masse gerade in der Ruhelage x0 durchgeht, aber eine Geschwindigkeit von 0 hat. Was heißt das nun weiter? Dadurch, dass die Geschwindigkeit v größer 0 ist, wird die Feder komprimiert. Die Geschwindigkeit nimmt mit der Zeit ab. Gleichzeitig wird nun wieder Energie in die zusammengestauchte Feder gesteckt. Deswegen steigt der Energieanteil der Feder wieder an, sodass wir nun den Fall haben, dass die Feder ganz stark gestaucht ist. Das heißt, hier haben wir jetzt nun, dass hier die Ruhelage darstellen soll, x0, ist die Feder nun gestaucht um die Strecke xa. Nun dreht sich der Prozess um, die Geschwindigkeit hier ist 0, der kinetische Anteil ist 0, das sieht man daran, dass die grüne Kurve auf 0 gefallen ist. Nun wird wieder die Energie umgewandelt in Bewegungsenergie, gleichzeitig nimmt die Energie der Feder wieder ab. Das heißt, auch hier haben wir jetzt wieder den Fall, die Feder ist wieder gestreckt auf die Ruhelage x0, aber wir haben eine Geschwindigkeit nach rechts der Masse, die dazu führt, dass unsere Masse sich weiter bewegt, wir damit die Feder wieder auseinanderziehen, gleichzeitig die Geschwindigkeit wieder abnimmt, wir dann eine komplette Schwingung haben. Das ist also hier das Grüne, das ist die kinetische Energie, das Rote war ja unsere Federenergie. Was zeigt uns dieses Beispiel nun mit der ausgelenkten Feder und der Energieerhaltung? Bedeutet also, dass wir nun hier sehen, dass permanent durch diese Masse und die Feder die Energiearten umgewandelt werden von der potenziellen oder Federenergie in kinetische Energie und wieder zurück, die Gesamtenergie des Systems aber permanent erhalten bleibt.